Hallihallo. Hallo, Zaza. Noch ein ganz neues Experiment hier. Kaspar in seinem Office hier, in seinem Arbeitsplatz. Ich glaube, ich muss ein bisschen langen Hals machen, aber scheiß drauf. Nokia 3210. Fuck. Der kriegt jetzt hier sein eigenes Video. Mein Freundliches, ist auch wieder eine Neuerung. Normalerweise sind meine persönlichen Ansprachen ja eher Beschimpfungsvideos. Nein, das ist ein ganz freundlicher Kommentar. Mir ist nur mit viel zu viel hier zu tippen. Da krieg ich wieder blöde Finger, Sehnenscheidentzündung in der Schulter. Hat einer sowas schon mal gehabt? Ist furchtbar. In der Hand, in der Arm, Unterarm hatte ich's. Aber das ist sowas, also kann man überall kriegen, ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Ohne rechten Arm zu leben, ist kacke. Also wenn er noch dranhängt, wenn er denn links weg wäre, okay, aber wenn er denn noch dranhängt, aber nicht zu gebrauchen ist, ganz schlecht. So, deshalb, ich bin nicht so der Tipper. Wenn, denn quatsch ich lieber skypen, wäre mir immer, aber will ja keiner mit mir. Und mittlerweile kann ich auch gut drauf verzichten, weil, hallo. Ich habe schon ja nicht mehr angemacht. Vielleicht will ja jener mit mir skypen inzwischen, aber ich mache Skype ja nicht mehr an. Also, weil ich werde ja hier belagert von Men in Black und so. Ich kann ja persönlichen Kontakt mit Menschen eigentlich nur noch eingeschränkt pflegen. Also mit neuen Menschen, die ich noch nicht von vorher kenne, können ja alle die super Arschlöcher sein, weil die sind nämlich jetzt hinter mir her. Das ist ja wohl, also... Mir war es klar, euch scheint es überhaupt nicht klar zu sein, aber natürlich, ich bin, man nennt sowas Systemkritiker. Ich bin Systemkritiker. Und so eine Leute werden in China, in Russland und in Amerika oder in Deutschland ganz genauso behandelt. Eben nicht gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dass du da irgendwas noch nie, dass da Bedingungen herrschen, die ihr noch nie hattet. Ja, das glaube ich dir ungesehen, davon, ich habe hier eine richtige Rubrik aufgemacht. Never seen before, heißt es. Ich habe es dann noch nicht so, aber ich habe für mich persönlich im Kopf existiert eine Rubrik Never seen before. Und die wird fast täglich gefüttert. Die wird fast täglich gefüttert. Ich sehe hier, na, also wenigstens wöchentlich. Sehe ich hier Sachen, die ich in meinem ganzen Leben noch niemals gesehen habe. Und ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Und ich habe die Augen schon lange, ganz weit offen. Also ich gucke, nicht nur fern. Jetzt ja nicht mehr, früher habe ich viel fern geguckt. Aber eben nicht nur. Wenn ich den Fernseher ausgemacht habe, habe ich die Welt schon beobachtet. So, das nächste ist deine Frage, ob das guten Zwecken dienen soll. Na, die kann ich dir ganz einfach beantworten. Wenn das guten Zwecken dienen würde, dann würden sie uns darüber informieren, aufklären und auch demokratisch abstimmen lassen. Gell? Also das wäre überhaupt gar kein Problem, beziehungsweise eine logische Grundvoraussetzung in einer demokratischen Gesellschaft, dass solche Sachen, die weltweit wirksam sind, auch demokratisch entschieden werden müssen, ansonsten nicht angewendet werden dürfen. Es gibt Gesetze, die auch verbieten diese Anwendung. Also die haben sich geeinigt, Wettermanipulation nicht zu kriegerischen Zwecken einzusetzen, dass das jetzt kein erklärter Krieg ist, sondern ein geheimgehaltener. Das ändert ja den Sachverhalt nicht. Das ändert den Sachverhalt nicht im geringsten. Insofern kannst du davon ausgehen, es wird zum Negativen eingesetzt. Und zwar wird auch zum Negativen eingesetzt, das Mainstreaming, in dem du erlegen bist, wenn du sagst, die Überbevölkerung, die wir ja auf jeden Fall haben, und die globale Erwärmung womöglich, haben wir ja auch sowieso. Wir haben keine globale Erwärmung, Punkt. Und wir haben auch keine Überbevölkerung. Wir haben eine ziemlich hohe Population an Menschen, aber die ist von diesem Erdball problemlos fütterbar, ernährbar. Man muss das nur alles ordnungsgemäß verteilen und ein bisschen besser organisieren. Dann haben wir überhaupt gar keine Überbevölkerung. Dieses Wort der Überbevölkerung ist erfunden worden von der Elite, die gerne weniger Bevölkerung hätte. Weil eigentlich wird die Bevölkerung von der Elite, also man kann jetzt davon mal ausgehen, das ist völlig gleichgültig, ob man davon ausgeht, dass die Elite einfach nur Menschen sind, die sich was Besseres fühlen, oder ob die Elite vielleicht Außerirdische sind oder von Außerirdischen Beeinflusste sind. Das bleibt sich völlig gleich. Sie haben uns immer nur als ihre Bediensteten gesehen. Wir haben für sie Autos gebaut, wir haben für sie Gold geschürft, wir haben für sie Essen angebaut, wir haben für sie Flugzeuge gebaut, wir haben für sie die ganze Drecksarbeit gemacht, während sie auf dem Königsthron gesessen haben und den Kokain geschnupft haben.
Das war schon immer ihre Sicht der Dinge. Dass wir nur zum Arbeiten und zum Bedienen da sind und sie das nicht nötig haben. So, das war schon immer die Sicht der Dinge. Egal von welchen Grundüberlegungen man ausgeht. Aber die oberste Elite, die hat die Menschheit schon immer nur als Bedienung gesehen. Als Sklaven quasi. War schon beim Bau der Pyramiden. So, nun haben wir aber den Zeitpunkt erreicht, dass Sklaven ja nicht mehr, erstmal so viele ja nicht mehr gebraucht werden. Sind ja viel zu viele, so viele Sklaven braucht keiner. Und dann ist auch technisch mittlerweile möglich, Cyborgs, also elektronische Sklaven, mechanische, Maschinensklaven. Man lässt sich von Maschinen bedienen, die sind inzwischen viel leistungsfähiger als das Menschenmaterial, was man hier zur Verfügung hatte, um sich bedienen zu lassen. So. Dementsprechend ist ja logisch, dass man da das Menschenmaterial irgendwie reduzieren möchte, bevor es einem denn wie Ameisen langsam auf den Sack geht und eben die Augen ausbeißt. Quasi. Also hält man die ein bisschen kurz und erzählt ihnen, weil das kann man ja ihnen nicht sagen, ihr seid so viele, wir müssen ein paar totschlagen. Nee, man erfindet denn das Wort der Überbevölkerung. Oh, wir sind alle zu viel. Ich hatte mir zu diesem Thema, fällt mir wieder mal ein, kann ich es hier gleich mal loswerden. Henry Kissinger hat dazu schön referiert und so ja ein Buch geschrieben. Ist einer der treibenden Kräfte in der New World Order. Und ich hatte mir mal so vorgestellt, wie ich ihm gegenübertreten würde, wenn ich könnte. Wenn man das so auf Augenhöhe könnte, kann man ja nicht. Wenn ich dem jemals gegenüberstehe, habe ich Handschellen auf dem Rücken und Knie auf dem Boden und 6 bewaffnete Leute um ihn herum zielen auf mich und dann kann ich ihm sagen, was ich denke. Aber im normalen Fall würde ich ihm sagen, ja, ich stimme mit dir völlig überein. Es sind viel zu viele Menschen auf dem Planeten. Wir sollten dagegen angehen. Die hohe Bevölkerungszahl sollte gemindert werden. Aber ich bin der Meinung, wir sollten am ganz anderen Ende der Nahrungskette anfangen mit der Reduktion. Und nicht da unten. Das war nur mal immer meine Idee, wie ich das am besten ihm rüberbringen könnte. Aber dazu wird es ja sowieso nie kommen. So viel zu deiner Frage, ob das guten Zwecken dient. Nein, natürlich nicht. Davon, wenn du davon ausgehst, dann tust du mir leid. So, ja, bla 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 bla. Ja, wir haben keine Überbevölkerung. Eine solche wird verbreitet. Es ist halt die Überbevölkerung bzw. die Bedrohung durchs Volk. Der Gabriel hat so gesagt, nicht die Politiker sind das Problem, die Bevölkerung ist das Problem. Oder so, nicht die Regierung, die Bevölkerung ist das Problem. Ja, was ein Arsch. Deutlicher kann man es ja nicht sagen. Die haben ein Problem mit uns und das wollen sie lösen. Ganz einfach. Können sie uns natürlich jetzt so deutlich nicht sagen vorher. Weil, ja, du verstehst sicherlich. Okay, also dann wollen wir jetzt eine ganz andere Ansprache, Kommentar beendet und mach's gut oder melde dich mal, was weiß ich.